So, da sind wir wieder in einer neuen Folge. Ich wollte sagen, in einer neuen Runde. Aber ich habe gerade schon eine, ja, weil ich gerade schon eine Runde aufgenommen habe und dann gemerkt habe, oh, Mikrofon war aus. Ich spiele mit dem Pro Controller vom Emil. Die Runde gerade haben wir gewonnen. Durch mich. Also, was heißt durch mich? Ich habe den eskortiert mit dem Goldfisch die ganze Zeit. Natürlich nicht durch mich, sondern durch mein ganzes Team. Aber ich war eigentlich gar nicht mal so schlecht. Und das ist meine erste Runde Pro Controller. Nicht meine komplett erste, weil ich beim Splatfest vor Ewigkeiten auch mal Pro Controller gespielt habe. Aber ist wirklich schon Ewigkeiten her. Also das zählt nicht wirklich. Kann man so sagen. Oh. So. Ich würde mal sagen. Hallo? Hä? Man kann doch einen kurzen Schuss machen. Es hat irgendwie gerade zweimal nicht funktioniert, der kurze Schuss. Wie gesagt, Pro Controller muss ich ein bisschen spielen. Eigentlich wollte ich heute eine Challenge machen, aber dann dachte ich mir, ja, gestern kam schon eine Challenge und dann gibt es heute keine Challenge. Weil ich auch nicht jeden Tag eine Challenge raushauen möchte. Und ich weiß nicht, mit dem Pro Controller treffe ich noch nicht so perfekt. Alles gleich, ich habe übelst Hunger. Stimmt, vielleicht weil ich noch nicht gefrühstückt habe und es schon ziemlich spät ist. Vielleicht liegt es ja daran. Er hat mich nicht mal dreimal getroffen. Ich habe ihn zweimal getroffen und habe eine Inselbombe geworfen. Die Inselbombe hat, glaube ich, aber irgendwie nicht getroffen. Ah, Mann. Ja, ach so, das tötet. Aber vorhin war ich direkt daneben. Es hat nicht getötet. Ich verstehe schon. Das ist auf jeden Fall echt logisch. Jetzt macht mein Team wahrscheinlich nichts mehr, um die aufzuhalten. Ah. Ah, ach so, du hast mich schon wieder mit einem Hit gekillt. Ich verstehe schon, ja. Ganz genau. Die erste Runde lief übelst gut, aber jetzt hat, wenn dann die Gegner irgendwie wieder anfangen zu hacken. Also, ich wundere auch immer. Wirklich. Ach, Mann. Geil, die erste Runde lief ziemlich gut. Ich habe 3 Kills. Naja, ich spiele wie gesagt auch mit dem Pro Controller und damit spiele ich ja sonst nicht. Ah, hätte ich vielleicht auch nicht machen dürfen. Weil ich keinen Bock habe, abzusteigen, aber gut. Naja, so, da sind wir wieder. Auf der Tumblr-Kuppel in der nächsten Runde. Und ich ärgere mich ein bisschen. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich muss die Settings ein bisschen anpassen beim Pro Controller. Nochmal großes Dankeschön an Emil, der mir den Pro Controller ausgeliehen hat. Aber ich glaube, ich sollte mich echt erst ein bisschen mehr dran gewöhnen und irgendwie drehe ich mich viel langsamer im Kreis. Ist irgendwie ein bisschen störend, ich weiß ja nicht. Ja, ich drehe mich irgendwie richtig seltsam. Hallo? Ich kann mich irgendwie fast gar nicht drehen. Hallo, danke. Das ist es irgendwie, drehe ich mich richtig seltsam im Kreis. So. Und Bennett. Ja, dafür lief die Runde wieder besser. Aber echt, irgendwie drehe ich mich echt seltsam. Naja. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich in der nächsten Runde. So, da sind wir in der nächsten Runde. Ich habe mal Neigungsempfindlichkeit bisschen höher gemacht. Die Bewegungsempfindlichkeit vom rechten Stick halt. Bisschen höher. Vielleicht geht es ja jetzt besser. Weil man natürlich die Sticks auch viel mehr bewegen kann.
als wollte ich eigentlich hier hinter verstecken. Danke. Na, ihr wollt mich doch sicherlich töten. Ah. Nein, die Bombe will mich töten. Ah, und ich habe ihn noch. Ja, wie gesagt, ich probiere es mal mit der besseren Neigungsempfindlichkeit. So. Oh, das war dumm. Ja, aber klar. Hat er gut getimt, da konnte ich nichts machen. Ja, ist schon ein bisschen besser. So, und ich würde sagen, die Runde gewinnen wir dann jetzt aber auch noch. Der hat mich schnell gekillt. Ja. Komplette Team ist down. Und die Gegner hatten aber gerade den Goldfisch nicht, von daher konnten sie jetzt nicht vorpushen. Was ganz angenehm ist. Ja, ich habe nichts. Wieso habe ich den nicht noch gekillt? Ich hatte eigentlich noch einen Schuss geschossen. Ach. Hat sich auf jeden Fall gelohnt, sich hierhin zu porten. Alles klar. Ja, einer kann es komplett einfärben. Okay, ich dachte, meine beiden Mates schießen drauf und ich kann die dann von der Seite wegholen. Hat aber nicht wirklich geklappt. Alle, die hier waren, sind down, gell? So. Dass der hier kommt, war ja klar. Naja. Ja, nicht zu weit zurückgehen will ich ja auch nicht. Aber muss ich machen gerade. Oh ja. Ah, ich find's gut, dass ich noch einen Schuss abfeuern konnte, weil die mich irgendwie nicht getötet haben. So. Es ist auf jeden Fall machbar, mehr als 60 Punkte zu bekommen. Ich gucke mal im Mikrofon das an, weil es war gerade echt lächerlich. Ich port mich immer so richtig sinnlos. Gut, sinnlos war es jetzt nicht, aber. War jetzt auch nicht wirklich gut geportet. So. Oh Gott. Hier war einer. Die sind alle down. Okay, ja, wenn die jetzt alle dadurch sterben, soll mir recht sein. Naja, zumindest führen wir. Es fühlt sich immer noch komisch an mit der Bewegungsempfindlichkeit, weil man einfach die Sticks beim hier viel mehr bewegen kann. Und deshalb muss ich, irgendwie dreht er sich viel langsamer. Ja, war klar. Der war von der anderen Seite, gell? Der hatte einfach nur Glück gehabt mit dem Treffer. Der hat ihn nicht gekillt. Ich möchte nicht, dass die es jetzt noch aufholen können. Hä? Habe ich ihm nicht einen direkten Treffer verpasst? Naja. Zumindest haben wir es gestoppt. Und sollten jetzt auch wieder ein bisschen aufholen können. Wow. Ich habe den Sound schon wieder nur an einem Ohr gehört. Das war gerade schon wieder sehr cool. So. Wo ist der Goldfisch? Ich glaube, wir haben gewonnen, aber ich weiß es nicht. Ja, der Goldfisch ist da vorne. Gewonnen. Ja. Easy, easy, easy. 49 zu 40. So.
So. 13 Kills ist ganz okay. Würde ich sagen, S plus 1. Ja, ich bin ja bei meiner Road to X und mal schauen. Würde ich sagen, sehen wir uns gleich in der letzten Runde. So, Tümmlerkuppel. Ja, die Tümmlerkuppel. So. Im Übrigen sehr witzig von Frosty und Clara, dass sie sich in Splatoon Mr. Snow genannt haben. Und es dann auf einmal in einer Runde zwei Mr. Snows gab. Wahnsinnig witzig. Unglaublich. Ne, das war irgendwie seltsam. Ich habe ihn irgendwie nicht getroffen. Aus irgendeinem Grund. Ich finde es ein bisschen blöd, dass man sich die ganze Zeit umbenennen kann, weil dann benennen sich manche Leute wirklich 300 Mal um. Und das ist dann irgendwann echt nervig. Weil die Leute machen das dann nämlich auch noch die ganze Zeit. Und es nervt echt, wenn sich manche 500 Mal umbenennen. Ja, toll. Ich konnte den zwar stoppen, aber ist halt übelst weit vorne. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Wie habe ich das überlebt? Ah. Ah. Okay. Ich überlebe lang. Die habe ich nicht gesehen, die Bombe. Ja, natürlich. Hat er seine Ult. Haut erstmal rein. Wir liegen halt total weit hinten, weil die es aus irgendeinem Grund, weil mein Team schon wieder nichts gemacht hat, richtig weit vorgeschafft haben. Da freut man sich doch. Oh Gott. Hallo? Ich hatte gehofft, es funktioniert, aber der Tintenschock ist jetzt nicht mehr so stark. Der war am Anfang des Spiels irgendwie ziemlich stark und jetzt hat, keine Ahnung, benutzen ihn nicht mehr so viele Leute. Ich mag ihn eigentlich. Ich fände ihn noch cooler, wäre er mal wieder ein bisschen stärker, aber na, bis das passiert. So, ich gehe jetzt hier im Alleingang lang. Was wahnsinnig intelligent ist. So. Ja, nice. Okay, es hat funktioniert. Also. Also von daher war es schon mal doch eine gute Idee. Okay, dann dürft ihr euch bald auf eine etwas andere Challenge in Splatoon freuen. Etwas anderes, ihr werdet sehen. Was heißt, es ist so eine halb mehr oder weniger Challenge. Ich habe die meisten Kills. Ja gut, okay, ich habe auch, mehr oder weniger gut gespielt. So. Ja. Würde ich sagen. Habt einen schönen Tag, macht's gut. Bis zur nächsten Folge oder bis zum nächsten Stream. Heute streame ich wahrscheinlich welches Spiel. Keine Ahnung. Wahrscheinlich Paladins oder Splatoon. Oder mache ich gerade auch Deluxe. Ich weiß es nicht. Falls ich nicht schon streame jetzt, dann könnt ihr es ja in die Kommentare schreiben, was ihr sehen wollt im Stream. Und dann habt einen schönen Tag, macht's gut. Bis zur nächsten Folge oder bis zum nächsten Stream. Und ja, ciao.